Wie war die erste Runde auf dem Ultkurs? Schön. Es war eine Erinnerung pur, so wie ich es halt die letzten Jahre dann auch genossen habe, als ich hier gespielt habe. Am Anfang hat es mir nicht so gut gefallen, als ich die ersten Male immer hier war und den Platz gespielt habe. Aber ich habe noch ein Jahresbuch von 2005 oder 2008 mitgebracht, wo halt auch alle Zeichen noch drin sind, wo man hinspielt. Und habe halt praktisch nach dem Buch gespielt und habe ein paar nicht so gute Schläge gemacht, aber die guten waren in der Mehrzahl. Insofern war es eine schöne Runde, es hat Spaß gebracht. Es hat eine tolle Atmosphäre, vor allem eine Open zu spielen in St. Andrews. Auf der normalen Tour habe ich es nie geschafft, hier zu spielen. Ich bin immer knapp vorbeigerauscht. Einmal war ich Reserve und jetzt darf ich halt hier mitspielen und will auch nicht nur mitspielen, sondern will schon ganz gut spielen. Was erwartest du denn für die nächsten Tage? Gut, jetzt warten wir mal ab. Heute ist noch Training, morgen ist Training. Was ich erwarte, das Beste, was ich erreichen kann, sozusagen. Ja, was dann am Ende bei rumkommt, ist zweitrangig. Aber ich will schon gerne am Wochenende spielen. Sehr schön. Du hast deine ganze Familie dabei? Ja. Ja. War dir das wichtig? Insofern war es mir wichtig, weil es ein Major ist. Hier ist es was Besonderes. Es ist was ganz anderes, weil man wohnt nicht unbedingt in einem Hotel, sondern man wohnt halt klein, abgeschieden in Bed and Breakfast. Das kennen die so nicht. Wir kennen von früher, da waren sie aber noch kleiner, dass sie sich wahrscheinlich auch nicht daran erinnern, wo wir dann halt immer in großen Hotels gewohnt haben oder in Apartments und sonst irgendwas. Und jetzt registrieren sie das, wo wir sind, und es ist mal was ganz anderes. Es wäre jetzt witzig gewesen, wenn auch kein WLAN da gewesen wäre im Bed and Breakfast, aber das war dann da und dann waren sie dann auch happy mit. Nein, das ist alles toll. Es war super. Es hat ein bisschen länger gedauert gestern mit der Anreise, aber das ist okay. Das ist halt Tour-Life. Und das haben sie dann gestern gleich so mal so richtig mitbekommen, mit Verspätungen und dann, wenn das Gepäck nicht kommt und das Ganze drumherum. Und jetzt gucken wir mal, wie es ist. Und das war mir wichtig auch, dass sie das halt, ja, weil es ist das größte Turnier, was es gibt. Und es ist halt schön, wenn sie mit dabei sind. Sehr gut, danke schön. Gerne.